Jetzt einsteigen und testfahren. Der Ford Fiesta Ambiente bei Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Einsteigen und abheben mit den Preisen von Kuttendreier. Just drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute vor einem Gebäude, was wir eigentlich immer sehen, wenn wir vom Flughafen nach München in die Stadt hineinfahren. Und einer, der ganz oben im 31. Stockwerk arbeitet, steht jetzt neben mir. Ich begrüße ganz herzlich Ralf Kalmbach. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Hofen. Sie sind in der Geschäftsführung von Roland Berger International und sind auch für die Autobranche ganz speziell bei Roland Berger mitverantwortlich. Richtig, ja. Wenn man an Unternehmensberater denkt und von einer anderen Firma an Unternehmensberater denkt, dann hat man oft dieses Klischeebild vor Augen, da kommen Leute rein, erzählen denjenigen, die ihr Leben lang sozusagen für eine Firma gearbeitet haben, wie man es richtig macht. Was entgegnen Sie denen, die dieses Bild von Unternehmensberatern haben? Ja, punktuell stimmt das. Aber es ist natürlich so, wie immer, wenn man genau hinguckt, geht das Spektrum sehr, sehr, sehr viel weiter. Wenn es so ist, dass man am Ende sich darauf beschränkt, dass man sagt, also, hast das ewig gemacht, aber am Ende gibt es dann vielleicht noch einen anderen Weg, dann wäre das viel zu kurz gesprungen. Wir verstehen Unternehmensberatung als eine Begleitung von Unternehmen über einen Prozess von vielen Jahren, wo wir in strategischen Fragestellungen, in organisatorischen Fragestellungen, in Fragestellungen der Globalisierung, der Prozesseffizienz, der strukturellen Aufstellung, am Ende der Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit in Projekten uns gemeinsam mit diesen Fragen beschäftigen. Und das geht weit über das hinaus im Sinne von, da habt ihr was falsch gemacht, sondern wir versuchen von vornherein die Themen zu identifizieren, die als strategische Herausforderung neu auf Unternehmen zukommen und gemeinsam diese Herausforderungen in Beratungsprojekten dann in Lösungen umzusetzen. Wenn man sich mal den Prozess anschaut, vom ersten Telefonat an, was Sie erreicht oder auch einen Brief, der Sie erreicht, wer schreibt Ihnen da, dass es ein Problem gibt? Sind das die Aufsichtsräte, sind das die Gesellschafter, die Geschäftsführer? Wer tritt an Sie ran, um dem Unternehmen zu helfen? Das ist ein sehr gemischtes Bild. Es ist so, wie gerade eben gesagt, wir sind in langjährigen Partnerschaften mit Unternehmen. Das heißt, wir haben regelmäßig Austausch, da kommen Themen hoch, die greift man gemeinsam auf, die diskutiert man. Neue Themen kommen oftmals über die Geschäftsführung, auch über den Aufsichtsrat auf uns zu. Oder wir sehen einfach, dass ein Unternehmen sich in eine schwierige Situation hinein manövriert oder schon drin steckt und gehen aktiv auf das Unternehmen zu. Das heißt, das ist ein buntes Spektrum von Möglichkeiten, aber die überwiegende Anzahl der Kontaktpunkte ergibt sich aus laufender Zusammenarbeit. Da hätte ich ein Unternehmen in München für Sie, 1860. Die brauchen dringend Hilfe. Könnten Sie sich vorstellen, auf so einen Fußballverein zuzugehen? Ja, natürlich. Das soll jetzt kein Spaß sein, aber Vereine wie Borussia Dortmund sind durch Roland Berger saniert und restrukturiert worden. Das heißt also, wir haben in diesem Umfeld tatsächlich sehr viel Kompetenz und können die entsprechend auch dann in den konkreten Bedarfsfällen mobilisieren. Also die haben Bedarf, das weiß ich auf eigenen Gesprächen. Es ist wie immer, sie brauchen jemanden, der es will. Ja? Und sie können keinem ein Problem einreden. Sie brauchen eine verantwortliche Führung, die sich mit diesen Themen tatsächlich dann auseinandersetzt und tatsächlich auch dann in Richtung Lösung das Thema entwickeln möchte. Mhm. Gibt es eigentlich die Möglichkeit als Unternehmen, wenn man jetzt, sage ich mal, in den roten Zahlen schon steckt, also wenn man quasi dieses aus den schwarzen Zahlen in die roten Zahlen schon erreicht hat, dass es mit Ihnen ein Geschäftsmodell gibt, dass Sie dann an den Gewinnen hinterher mit beteiligt werden, weil man Sie ja vielleicht gar nicht aus bestehender Finanzkraft sozusagen bezahlen kann? Diese Geschäftsmodelle gibt es in der Beratung, ja, wir verfolgen die nicht. Ich muss ein konkretes Nein sagen. Was wir aber tun, ist durchaus mehr und mehr erfolgsabhängige Vergütungsmodelle mit Kunden gemeinsam zu entwickeln, wo man die Hürde, die am Anfang dasteht, mit großen Summen eben versucht, ein Stück weit abzusenken und im Erfolgsfalle dann tatsächlich auch gemeinsam partizipiert und gemeinsam Spaß hat. Das setzt sich in der Beratung mehr und mehr durch. Es ist nicht der Standard, aber es ist auch nicht mehr so, dass wir im Prinzip, sagen wir, da von Ausnahmen sprechen. Mhm.
Weil für Sie würde das Geschäftsfeld dann einfach auch größer werden, nicht? Weil ich mir vorstellen könnte, da gibt es Firmen, die sagen, oh, den Roland Berger, den kann ich jetzt sowieso nicht mehr finanzieren. Es gibt Firmen, die gehen ganz konsequent in diese Art Geschäft mit Beteiligung hinterher. Das ist aber nicht unser Geschäftsmodell. Mhm. Wir verlieren dann ein Stück weit die Unabhängigkeit, die für uns ein sehr hohes Gut ist. Und von der Seite her müssen sich dann Experten darum kümmern. Wenn ich in die Eigentümerstruktur eines Unternehmens eintrete, kommen auf einmal ganz andere Themen hoch. Da muss ich auch nicht ein projektbezogenes Geschäft betreiben, wie wir das tun, sondern da muss ich im Prinzip Strukturen aufbauen, die sich dauerhaft um dieses Unternehmen kümmern. Sonst wird das auch nichts. Das kann ich nicht mal ein bisschen so, wenn ich gerade Zeit habe. Und wegen dem lassen wir das sein. Es gibt ja viele Geschäftsführer oder Vorstände, die eigene Ideen in ihrer Truppe, in ihrer Firma nicht durchsetzen können und kommen dann auch auf Unternehmensberatungen zu. Ist das auch für Sie, passiert das für Sie oft, dass Sie eingesetzt werden als jemand, der das eigentlich umsetzen soll, was der Chef selber nicht schafft? Ja. Partiell, ich kann es nicht verneinen, partiell geschieht das schon, aber jetzt nicht im Sinne von, hier ist ein Blueprint, lieber Berater, geh jetzt mal hin und überzeug meine Leute, sondern wir fangen dann schon an mit dem Hinterfragen der Idee, die dahinter liegt, mit dem Verifizieren einer strategischen Richtung oder einer Vision. Wenn das dann für das Unternehmen das Richtige ist und wir im Konsens uns darauf einigen, haben wir schon auch diese Rolle, dass wir sagen, wir setzen das im Unternehmen so weit um, wir leisten die Überzeugungsarbeit, aber dafür müssen wir selber erstmal überzeugt sein. Also Auftragsfertigung in dem Sinne, in Anführungszeichen, geschieht mit uns nicht. Sie wollen also von dem Projekt in seiner Gänze überzeugt sein, bevor Sie da einsteigen? Ich glaube, das ist auch die Verantwortung, die wir haben als Berater. Wenn wir ein Projekt machen, haben die Mitarbeiter den berechtigten Anspruch, dass dort mit Sachverstand und mit Expertise die Themen entwickelt werden und nicht irgendwo, sagen wir, Gefälligkeitsarbeiten geleistet werden, die hinterher vielleicht in die falsche Richtung gehen, weil man vorne nicht nachgedacht hat oder vielleicht die drei Fragen, die zu stellen gewesen wären, versäumt hat zu stellen. Was sagen Sie denen, die grundsätzlich Angst davor haben, wenn eine Unternehmensberatung in die Firma reinkommt, dass Köpfe rollen, dass die Mannschaft reduziert wird? Das ist ja im Prinzip ein gebräuchliches Vorurteil bzw. ein gebräuchliches Muster, dass Berater eigentlich nur Köpfe abschneiden und zum Rollen bringen. Wenn wir in ein Unternehmen kommen, investieren wir sehr viel Zeit, um mit den Mitarbeitern, mit den Arbeitnehmervertretern, mit den Führungskräften zu sprechen. Wir setzen Projektstrukturen auf, die integrativ sind. Das heißt, wir bringen ganz bewusst Mitarbeiter, Führungskräfte in unsere Projektteams, sodass klar ist, dass sie auch Einblick haben, was da gemacht wird und wie das gemacht wird, dass ihre Ideen mit aufgenommen werden können, dass wir auch durchaus direkt in der Arbeit Überzeugungsarbeit leisten können. Und wenn die Ultima Ratio die ist, dass über Wachstum so ein Unternehmen nicht irgendwie ausgelastet werden kann und wieder Geld verdient werden kann, dass man auf der Kostenseite zur Anpassung kommen muss, dann ist es eigentlich über diese Projektstruktur und über die Projektarbeit meistens auch schon gelungen, die Überzeugung bei den Mitarbeitern zu schaffen, dass das tatsächlich eine unvermeidbare Konsequenz ist. Aber ich sage immer, es gibt kein Unternehmen, was sich nur gesund schrumpfen kann. Da muss immer auch ein Wachstumselement dabei sein, dass die Perspektive da ist, also auf gesunder Basis und mit frischer Kraft, die man dann auch wieder auf einem soliden finanziellen Fundament schaffen kann, muss dann wieder Wachstum entstehen, sodass von der Seite her auch die Zukunft des Unternehmens abgesichert wird. Also gesund schrumpfen bzw. auch Perspektive für die Zukunft, diese beiden Dinge sind Teil Ihres Jobs. Wenn man aber sozusagen aus dem Volksmund den Spruch nimmt, der Fisch stinkt immer vom Kopf, also wenn Sie feststellen, dass das Management oder der Geschäftsführer oder der Vorstandsvorsitzende eben die Qualität nicht hat, die das Unternehmen braucht, um es nach vorwärts zu bringen, wie gehen Sie mit so einer Situation um, wenn er Sie sozusagen beauftragt hat? Da ist unsere professionelle Pflicht die, dass wir versuchen, das Unternehmen in eine Struktur, auch in eine Führungsstruktur hineinzubringen, hineinzuentwickeln,
die hinterher für das Unternehmen Stabilität und Perspektive verheißt. Das heißt, wenn der Geschäftsführer zwar derjenige ist, der uns beauftragt hat, aber sein Job nicht gewachsen ist oder für diese konkrete Aufgabe, in der das Unternehmen gerade eben steht, nicht der Richtige ist, das ist ja häufig auch die Situation. Die Leute sind ja nicht irgendwie ungeeignet, sondern vielleicht für die Situation gerade nicht passend. Dann versuchen wir mit Eigentümern, mit Aufsichtsgremien das Thema so zu adressieren, dass wir sagen, was könnte eigentlich eine Struktur sein, wie könnte man da hinkommen, wie muss man das entwickeln, dass das einigermaßen verträglich über die Bühne geht. Das geht auch in konkreten Sanierungsfällen, wo bestimmte Themen eskalieren oder ein Konflikt da ist, wenn es zu Liquiditätskrisen oder Ähnlichem kommt, mitunter recht schnell, wo man handeln muss, weil eben Vertrauen dann verloren ging bei Kapitalgebern oder bei Mitarbeitern. Das heißt, mit den Themen gehen wir regelmäßig um. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir von der Seite her primär im Ziel haben, mit dem Projekt erstmal die Führung im Unternehmen auszutauschen. Man versucht natürlich Stabilität zu erreichen und meistens ist die Führung natürlich ein stabilisierendes Element an der Stelle, wo man versuchen muss, einfach das Schiff wieder flott zu kriegen, Strukturen zu schaffen, die nach vorne zeigen und die Probleme überwinden helfen und das Management dort in eine gestalterische Rolle reinzubringen. Häufig ist auch die Situation die, dass schlicht der Kommunikationsfaden zwischen Führung und Mitarbeiterschaft gerissen ist, wo man wieder Vertrauen schaffen muss. Und da sehen wir schon unseren konkreten Beitrag, den wir leisten können, aber wir schrecken da vor Konsequenzen auch nicht zurück. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Kallenbach, was Sie natürlich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren ganz intensiv gespürt haben, ist die Globalisierung. Die mittelständischen Unternehmen, nicht nur, natürlich auch die ganz großen, die DAX-Unternehmen, müssen sich neu justieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Sie eine wunderbare neue Marktentwicklung gewesen ist, wo Sie als Unternehmensberater gut reinstoßen konnten. Absolut. Wenn wir Probleme auf der strategischen Ebene mit unseren Kunden gemeinsam lösen wollen, dann ist das Thema Globalisierung natürlich eines der zentralen Themen, eine der zentralen Herausforderungen, interessanterweise auch für uns. Als wir 2010 die Führung neu aufgestellt haben bei Berger, hatten wir 36 Büros weltweit, heute sind es 51 in nur 2,5 Jahren. Sie sehen das Tempo der Expansion, das ist ein gewaltiges. Es ist aber auch auf der anderen Seite notwendig, kommend aus Europa mit einer starken Industrie, die letztlich exportorientiert ist, mit Kern in Deutschland, heißt das, sie müssen auf der ganzen Welt präsent sein, um ihre Kunden dort begleiten zu können. Und das erfordert natürlich auch vom Berater entsprechend, diese Schritte nicht nur zu begleiten, sondern auch selber zu gehen. Empfehlen Sie den deutschen Unternehmen noch in Deutschland zu produzieren oder sehen Sie die indischen, die chinesischen Märkte, wo vieles sehr viel günstiger produziert werden kann? Ja, ich glaube, pauschal kann man die Frage nicht beantworten. Es gibt sehr, sehr viele Bereiche in der Industrie, in der Deutschland ein hervorragendes Pflaster ist, auch um zu produzieren. Wir müssen ja sehen, dass viele Produktion oder ein Großteil der Produktion nicht nur lohnintensiv, sondern sehr kapitalintensiv ist. Das heißt, von der Seite her spielen hohe Standort- und Faktorkosten mitunter nicht die zentrale Rolle. Da kommt es dann darauf an, habe ich Logistiknetzwerke, habe ich die Zulieferer gut eingebunden, was sind Qualitätsniveaus, auf denen ich operieren kann, habe ich, wenn ein Schaden oder ein Störfall da ist, kurze Reaktionszeiten. All das ist hinterher ausschlaggebend für hohe Produktivität und für hohe Qualität, für die unsere Produkte hier stehen. Kann man es vielleicht in Branchen einteilen, dass man sagt zum Beispiel die Kleidungsindustrie, ja, die ist uns ja eigentlich auf der Produktionsebene hier in Deutschland oder man kann fast sagen in Europa abhanden gekommen. Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich insistiere da, dass man da sehr genau drauf gucken muss. Es gilt nicht für ganze Branchen. Nehmen Sie Unternehmen wie Zara, die in Spanien produzieren, in Europa mit den hohen Kosten, die in der Europäischen Union da sind, die ein sehr ausgefeiltes Modell entwickelt haben. Die sind sehr schnell, die sind sehr aktiv, was das Thema Kollektionswechsel angeht. Die produzieren dort, die haben im Prinzip ausgefeilte Logistikstrukturen etc. Ich glaube, viele Industrien haben zu schnell aufgegeben, als dieser Strukturwandel und dieses Thema Low-Cost kam und haben zu wenig nachgedacht, wo liegen eigentlich die Stärken und wie kann ich durch gezielte Anpassung der Geschäftsmodelle oder durch neue Geschäftsmodelle diese Stärken gezielt spielen. Ich glaube, viele sind momentan an dem Punkt,
weil eben Kosten in China, weil eben Kosten auch in Osteuropa etc. deutlich steigen, weil man gemerkt hat, dass mit geringeren Lohnkosten auch andere Nachteile einhergehen, die man vielleicht so nicht akzeptieren mag dauerhaft, zu reflektieren, ob diese Produktion nicht sinnvollerweise wieder zurückzuholen wäre. Und ich glaube, die vorhandenen Technologien, Computertechnologien in allen Fertigungsbereichen, helfen uns da eine Menge zu tun und viel lohnintensive Fertigung an der Ecke sinnvoller und dann am Ende auch wirtschaftlich interessanter zu gestalten. Wenn ich mir Ihr Spektrum anschaue, wo Sie überall sozusagen mit agieren, Sie sind ja hier für den Standort München verantwortlich und sind also, ich sage mal, von Automobil über alle anderen Branchen eigentlich auch aktiv. Da meine Frage, weil wir natürlich auch viele junge Zuschauer haben, die sich überlegen, also in die Unternehmensberatung zu gehen und was braucht es da? Was würden Sie sagen, was braucht es für einen Unternehmensberater, um bei Berger zum Beispiel anfangen zu können? Ja, es ist ein Mix. Es braucht zunächst mal einen klaren Verstand, analytisch scharfen Verstand. Es braucht auf der anderen Seite aber den Willen, sich mit komplexen Themen zu beschäftigen und sich durchzubeißen. Also Ehrgeiz ist ein Thema und es muss auch natürlich ein Stück weit Weltoffenheit da sein. Ich darf nicht irgendwie erwarten, dass ich ein bestimmtes Spielfeld dann habe, auf dem ich mich zukünftig bewege, sondern für einen Unternehmensberater ist das Spielfeld letztlich sehr offen definiert. Das ist heute dieses Unternehmen, das ist morgen jenes Unternehmen. Davon lebt auch unsere Branche, dass dieser Erfahrungsaustausch funktioniert, dass man Gelerntes von hier dort entsprechend einsetzen kann. Das ist im Prinzip die ganze Welt, weil mit Projekten begleiten wir unsere Kunden dorthin, wo es brennt, beziehungsweise dorthin, wo zukünftig die entsprechenden interessanten Geschäfte entwickelt werden. Das heißt, von der Seite her muss Bereitschaft da sein, das zu tun. Und das verrate ich jetzt kein Geheimnis, man muss auch ein Stück weit zurückstecken, was das private Vergnügen angeht. Das ist häufig sehr viel Arbeit, aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Befriedigung und Erfüllung, wenn man solche Themen gelöst hat, die man normalerweise in Linienpositionen in Unternehmen erst sehr, sehr viel später mit eben hierarchischem Aufstieg in die Hände bekommt und lösen darf. Genau, also dieses 12 Stunden am Tag arbeiten ist also keine Seltenheit und 6 Tage die Woche ist man wahrscheinlich bei Ihnen eingebunden. 12 Stunden ist dahingehend eine Seltenheit, dass es nicht so oft so wenig ist. Aber also noch mehr als 12 Stunden. Ja. Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich durch das Projektgeschäft Situationen, wo das schon mal deutlich mehr wird und dann wieder Situationen, wo sich das sagen wir, in einigermaßen normalen Bahnen bewegt. Wie viele Ehen gehen da so über die Wupper? Ich glaube gar nicht, dass es das entscheidende Thema ist. Wir haben so zwei Sollbruchstellen im Anführungszeichen. Junge Leute, die zu uns kommen, sind zunächst mal sagen wir, in dem Zeitraum 2, 3 Jahre, 2,5, 3 Jahre, da war man meistens mit der Frage beschäftigt, war es das in der Beratung oder gehe ich dann in die Industrie? Das Zweite ist so nach 6, 7 Jahren, da ist dann meistens irgendwie geheiratet und die Kinder kommen. Und dann stellt man sich die Frage, passt das mit dem Lebensentwurf, funktioniert das mit den Familien? Und da ist eher häufiger, dass die Leute entscheiden, dass sie ihre Karriere außerhalb der Beratung fortsetzen, als dass jetzt gleich die Ehen dabei in die Brüche gehen. Was man auch eben von Roland Berger immer wieder hört, ist, dass Ihr Selektionsverfahren ein ziemlich hartes ist. Können Sie darüber noch mal ein paar Worte verlieren, wie Sie Ihre jungen Mitarbeiter rekrutieren? Ja, wir rekrutieren, indem wir präsent sind, zunächst mal an ausgewählten Hochschulen, die wir für geeignet halten, dass sie wirklich Ausbildung in der Form veranstalten, die hinterher auf die Anforderungen einzahlt, die bei uns gestellt werden, also nicht alle Universitäten. Aus den entsprechenden Unterlagen muss hervorgehen, dass jemand mit Ehrgeiz sein Studium betrieben hat. Das heißt aber auch aus dem üblichen Ablauf herausgeht, Praktika im Ausland macht, interessante Themen angeht, auch soziales und persönliches, privates Engagement zeigt. Studien begleiten. Das heißt, wir möchten ja nicht irgendwo jemand haben, der eindimensional jetzt nur eine bestimmte intellektuelle Fähigkeit ausgeprägt hat, sondern das sind ja Leute, die müssen mit Vorständen, Geschäftsführern auf Augenhöhe umgehen können. Das heißt, die brauchen auch ein Stück weit soziale Kompetenz.
Die durchlaufen dann bei uns ein Assessment Center. Das heißt, die werden auf unterschiedliche Fähigkeiten, aber auch auf ihre persönliche Eigenheit, auf ihre charakterlichen Attribute hin, ich sage es nicht getestet, aber zumindest mal versucht zu verstehen. Da wird es ganz hart, heißt es, bei Berufseinsteiger. Das ist so, da müssen Sie einen Fall bearbeiten, den Sie bekommen, den Sie vorher nicht gekannt haben. Den müssen Sie präsentieren, vom Beratergremium auch die Diskussionsrunde dann noch bestehen. Mhm. Und wenn das durchlaufen ist, dann fangen Sie an. Und haben dann ab da alle halbe Jahre eine regelmäßige Bewertung, die wir durchführen. Projektbewertungen werden dann zusammengefasst in dieses halbjährliche Review. Und dort werden dann von den Mentoren, die Partner sind, die konstruktiven Gespräche mit den Kollegen geführt, im Sinne von, was war gut, was muss besser werden. Und ab da sind eigentlich der Karriere keine Grenzen gesetzt, hat jeder das Thema für sich in der Hand. Und Ihr Thema möchte ich gerne nach unserer Pause aufgreifen, eins Ihrer Hauptthemen, nämlich die Automobilbranche. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie Sie es sehen, wie es mit der Automobilbranche weitergeht, denn die Automobilbranche ist ja im Umbruch. Denken wir nur an die Umwelt, an das Umweltbewusstsein und an Elektromobilität. Und da würde ich gerne nach der Pause mit Ihnen drüber sprechen. Sehr gerne. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Kalmbach, nichts ist so spannend in Deutschland wie der Automobilmarkt. Ganz viele Arbeitsplätze sind davon abhängig. Umsätze sind nach wie vor wohl eher im Ausland befriedigender für die Automobilkonzerne als in Deutschland selber. Als Berater von Automobilkonzernen muss es Ihnen doch auch wichtig sein, dieses Thema Umwelt, Elektroenergie mit sozusagen mit zu verarbeiten. Wie schnell, glauben Sie, können wir in Deutschland wirklich mit einem ernsthaften Elektroauto rechnen, das auch einsetzbar ist, zumindest für den Stadtgebrauch? Ich glaube, die Technik gibt es. Die Fahrzeuge wären verfügbar. Das Thema ist, die Akzeptanz bei Kunden auf dem gegenwärtigen Preisniveau ist nicht gegeben. Aber das gegenwärtige Preisniveau ist eigentlich eine Konsequenz aus einer ungeklärten Anspruchshaltung dem Elektrofahrzeug gegenüber. Was wir immer noch suchen ist, in Bayern darf man das sagen, die eierlegende Wollmilchsau, und die wird es nicht geben. Wir können nicht eben 400 Kilometer elektrisch fahren mit einem Fahrzeug, was entsprechend geräumig ist, was Stauraum hat, weil da eben dann im Zweifel die Batterien drin wären, für ein Preisniveau, was heute in der Mittelklasse um die 20.000 Euro liegt, weil ich dann eben für 30.000 Euro Batterien in diesem Fahrzeug mitführen müsste. Mhm. Und es wäre viel zu schwer. Das heißt also, die Konsequenz ist, ich muss letztlich die Ansprüche, die ich an solch ein Fahrzeug habe, zunächst mal sauber definieren. Und was wir feststellen ist, es bildet sich eigentlich Konsens heraus, dass Elektromobilität in urbanen Ballungsräumen absolut eine sinnvolle Sache ist. Da wird dann aber auch keine Laufleistung erzielt, die mehrere hundert Kilometer sind, bevor wieder geladen werden kann. Ja. Das heißt, wenn ich Laufleistungen habe, die 100, 150 Kilometer letztlich ermöglichen, damit eine kleinere Batterie, damit ein kostengünstigeres Auto, dann sind das Themen, die wirklich funktionieren können. Und für die entsprechenden größeren Laufleistungen werden dann Hybridfahrzeuge mit Plug-in-Hybrids, die im Prinzip partiell elektrisch geladen werden können, die Energie, kinetische Energie entsprechend wieder in elektrische Energie umsetzen können und umgekehrt. Als Zwischenfrage, wenn ich mir eine deutsche Marke kaufe, Porsche, BMW, Mercedes, Audi, dann habe ich natürlich auch damit gleich, möchte ich mir ein gewisses Image auch zulegen, nicht? Können Elektroautos das überhaupt leisten? Sind diese deutschen Premium-Marken überhaupt dazu geeignet, diesen Schritt in die Elektromobilität zu gehen, weil deren Käufer ja ganz hohe Ansprüche haben? Ja, ich glaube, das ist kein Widerspruch. Wenn Sie heute die Markenpositionierung, die sich dann über entsprechende Statements wie Vorsprung durch Technik ausdrückt, dann ist das ja keine statische Dimension, wo ich sage, Technik ist immer nur Verbrenner mit 8, 10 und 12 Zylinder, sondern Technik, Vorsprung durch Technik kann ja auch sein, ich verbrauche wenig, ich habe wenig Emissionen und ich habe trotzdem Spaß am Fahren, weil die Leistung der Fahrzeuge hoch ist. Und wir stellen ja fest, dass gerade die Premium-Hersteller bei allen Fahrzeugkategorien in die Hybridisierung gehen.
Das heißt also, die Emissionsgrenzwerte deutlich runternehmen, müssen sie auch durch die Regulierung erzwungen. Auf der anderen Seite ist der Käufer heute auch nicht mehr bereit, einen Verbrauch von 15 Litern auf 100 Kilometer zu akzeptieren. Da ist Gewaltiges erreicht worden. Nehmen Sie heute eine Mercedes E200 Mittelklasse-Limousine, die fährt mit 5 Litern. Vergleichbares hat BMW, vergleichbares hat Audi. Das wäre vor 5 Jahren, das wäre vor 10 Jahren nicht mal im Ansatz vorstellbar gewesen. Aber Sie kennen auch das Klientel, was denen das völlig wurscht ist. Hauptsache, es ist sozusagen dem Image, was Sie seit über 20 oder 40 Jahren haben, gerecht wird. Ja, das ist schon richtig, aber da muss man auch gucken, sagen wir, solche Fahrzeuge werden im Regelfall auch nicht im Standardbetrieb gefahren. Die werden am Wochenende mal rausgeholt aus der Garage, werden gefahren. Die üblichen, auch großen Limousinen sind heute im Regelfall mit effizienten Dieselmotoren ausgerüstet. Da ist schon von der Seite her, glaube ich, ein Bewusstseinswandel vollzogen worden. Und der wird ja auch aktiv gefördert von der Industrie. Die Industrie ist ja nicht, sagen wir, in der Position, dass sie sich dort der Entwicklung widersetzt. Nehmen Sie BMW mit den E-Modellen, die jetzt kommen. Das war eine freie strategische Entscheidung. Richtig viel Geld in Form einer Wette auf diese Technologie zu setzen und jetzt nicht nur elektrisch fahren, sondern im Prinzip gleich die Art des Fahrzeugbaus, die Materialien etc. mit zu verändern, um wirklich den Schritt in die Zukunft zu tun. Was macht aber die Industrie falsch, dass sie die jungen Leute so selten noch mitnehmen? Also man hat ja festgestellt, dass ein iPhone, ein iPad teilweise für junge Leute mittlerweile interessanter ist, gerade für die Stadtjugend, die also die Erstkäufer sind, als ein Auto. Ja, das hängt damit zusammen, dass auf der einen Seite natürlich Begehrlichkeiten nach solcher Kommunikationselektronik und Ähnlichem da sind, aber auf der anderen Seite natürlich mit dem Entwicklungsstand, den wir haben, was Mobilitätslösungen angeht. Wenn ich heute ganz bewusst auf ein Auto verzichte, weil es auch viel Geld im Unterhalt kostet, das ist ja klar, muss ich ja mit einrechnen. Die Kosten sind dramatisch gestiegen. Insofern können sich viele das nicht erlauben oder wollen das Geld einfach frei haben für andere Themen. Ist keine große Hürde da. Dann nehme ich über die Mobilitätslösung Drive Now, Car to Go, über eine Verkehrsinfrastruktur, die hier in Deutschland extrem gut ausgebaut ist, eben Dienstleistungen in Anspruch. Ich hole mir einen Mietwagen. Das heißt, ich habe nie das Problem, dass ich nicht mobil wäre, mit vernünftigem Aufwand. Das ist in den Emerging Markets eine ganz andere Situation. Das heißt, also da ist nach wie vor dieses Thema Mobilität, individuelle Mobilität, weil es eben wenig alternative Lösungen gibt und all diese Themen, ich will's nur mal, ein Stück von Freiheit. Ja, Emerging Markets, da meinen Sie China mit, Indien mit, Brasilien, also so alles. Aber so die auch der gesamte südostasiatische Raum. Ja. Man sieht es sehr selten, aber das sind relativ große Gesellschaften mit mehreren 100 Millionen Einwohnern. Und das sind eigentlich die Wachstumsfelder der Zukunft, auch in Südamerika, auch in Afrika. Afrika ist nicht nur Sahara, sondern im Bereich Sub-Saharan Afrika, im Bereich Nordafrika und dann Südafrika sind Automobilmärkte, die für die Industrie sehr interessant sind. Und da finde ich es spannend, wenn Sie als Unternehmensberater zu einer Autofirma kommen, die eben auch international verkauft, dass die Marken ja eigentlich in Deutschland in einer gewissen Weise wahrgenommen werden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die gleiche Marke im südasiatischen Raum genauso wahrgenommen wird. Wie soll am besten Ihrer Meinung nach eine Marke da vorgehen? Denn die Wahrnehmung ist ja von Kontinent zu Kontinent dann doch ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, da muss man sehr genau hingucken, auf welcher Ebene solche Marken positioniert sind. Die Premiumfahrzeuge, die heute, sagen wir mal, ein stürmisches Geschäft gerade eben in diesen Emerging Markets hinter sich haben, wo es beginnt ein bisschen abzuflauen, sind Luxusgüter, nichts anderes. Und wie in der Welt der Luxusgüter sind diese Marken international, sie werden international harmonisiert beworben, sie sind begehrlich, egal wo. Das heißt, ich kann diese Fahrzeuge wegnehmen, funktioniert auch das Geschäft der Premiumhersteller im Vergleich mit den Volumenherstellern, die regional orientiert sind, so gut. Ich kann ein Produkt mit minimalen Adaptionen und Änderungen global verkaufen. Man ist auch nicht gewillt, dass man da große Veränderungen akzeptiert.
weil wir im Prinzip sagen wir, dieses Produkt, so wie es entstanden ist, in Made in Germany tatsächlich auch haben will. Eine kurze Zwischenfrage. Ist das auch die Strategie, warum von den großen Premium-Marken eigentlich nur das obere Segment in diesen Ländern angeboten wird? Denn teilweise wird ja von diesen Firmen werden ja die Kleinwagen gar nicht angeboten. Ja, das ist teilweise nur richtig. Die werden schon angeboten, aber natürlich ist richtig, die großen Fahrzeuge werden eher nachgefragt. Und es ist nicht nur, dass wir die großen Baureihen sehen, sondern auch die großen Ausstattungen. Also das heißt, die großvolumigen Motoren, die großen Einbauraten von teuren Sonderausstattungen sind übergebührlich vertreten in diesen Märkten. Das heißt, das Geschäft ist dort sehr, sehr attraktiv. Wegen dem ist es natürlich auch ein strategischer Fokus der Premium-Hersteller, primär diese Baureihen und diese Segmente im Markt zu vertreten. Nichtsdestotrotz gilt da das gleiche Spiel wie überall auch. Sie müssen auch nachwachsende Kunden haben, die nicht zwingend mit der obersten Preiskategorie beginnen können. Und wie macht man das? Die Marken müssen in den Baureihen nach unten weiterentwickelt werden. Das heißt, wenn Sie einen BMW nehmen, der 1er, der X1 etc. wird in Indien verkauft, wird in China verkauft. Der 3er hat ein stabiles Geschäft. Für Mercedes ist das das Gleiche mit B-Klasse jetzt in Indien, mit B-Klasse in China. Das heißt also, man fängt weiter unten an und versucht natürlich im Prinzip, wenn man die Kunden relativ stark in der Marke zu halten. Aber das obere Segment ist primär der Fokus, der in diesen Märkten Spaß macht. Also Sie könnten also festhalten, dass in diesen Märkten erstmal das obere Segment überhaupt bedient worden ist von den Autoherstellern? Richtig, die Entwicklung ging von oben nach unten. Und von der Seite her ist es sicher so, dass der Anteil, Volumenanteil, Umsatzanteil der oberen Segmente der höhere ist und insbesondere der Profitanteil. Wegen dem versucht man dann natürlich auch, dieses Geschäft da zu stabilisieren. Ich könnte mir vorstellen, eines der schwierigsten Aufgaben auch für einen Unternehmensberater ist, wenn er an die Marke rangeht, also sozusagen an das Image und daran dann drehen soll. Würden Sie dem zustimmen, dass das eine ganz heikle Sache ist und warum ist sie heikel? Ja, das ist eigentlich die Operation am offenen Herzen, wenn man das mal so bezeichnen will. Mit Marken werden im Prinzip Leistungsversprechen verbunden. Mit Marken ist die komplette Geschichte eines Unternehmens letztlich oder findet darin ihren Ausdruck. Das heißt, wenn man da fahrlässig mit umgeht, gefährdet man unheimlich viel. Das sind kleine Entscheidungen, die aber Jahre brauchen und oftmals sogar irreparabel für ein Unternehmen sind, wenn man da in die falsche Richtung geht. Das heißt, da muss viel zusammenkommen. Da muss Verständnis für eine Marke zusammenkommen. Da muss auch die Fähigkeit zusammenkommen, dass Leistungsversprechen tatsächlich in Produkte, in Technologie umsetzen zu können und das rückwärts zu verstehen, was heißt das eigentlich, wenn ich eine Marke so positioniere, was muss ein Produkt können, was muss ich letztlich differenzieren zu anderen Produkten mit diesem Produkt verbinden können. Und es ist von der Seite her dann natürlich für einen Berater eine der interessantesten Aufgaben, weil sie müssen Technologie verstehen, sie müssen Markt verstehen, sie müssen die Strategie des Unternehmens verstehen, das muss alles zusammenkommen, sie müssen am Ende auch die Menschen haben im Unternehmen, die diese Marke vertreten können. Marke ist ein lebender Organismus, hat eine Seele und die muss in der Kommunikation verkörpert werden können. Wenn man sich BMW, Audi und Mercedes anguckt, nur mal um drei Marken zu nennen, und die als High Premium ansetzt und sie eigentlich nur als Transportmittel sehen würde und man würde dahinter gar keine Marken sehen, dann könnte man doch eigentlich auf zwei dieser Transportmittel oder auf zwei dieser Marken verzichten auch. Da können Sie auf drei verzichten, da können Sie irgendwie am unteren Ende des Spektrums im Automobilbau anfangen und sagen, es hat auch vier Räder und bewegt sich auch. Es hat sich ja sukzessive eine Anspruchshaltung entwickelt, was wir mit einem Fahrzeug verbinden, im Sinne von Leistung, im Sinne von Komfort. Aber dann ist ein Fahrzeug darüber hinaus auch noch Ausdruck von Status, von einer Lebenshaltung, von einem Lifestyle. Und das hinzu addiert, führt dann letztlich zu diesem Luxusgut Automobil. Und da sind eben Menschen bereit, sehr viel Geld dafür auszugeben, wie für andere Luxusgüter auch. Absolut. Wenn ein Unternehmensberater in ein Unternehmen reingeht, dann macht er ja Vorschläge. Was ist schwieriger, Vorschläge zu machen oder dann Entscheidungen wirklich zu treffen?
Zunächst gehen wir in ein Unternehmen rein und versuchen, die Situation im Unternehmen erstmal zu verstehen. Das heißt, selbst wenn wir irgendwo der Meinung sind, dass bestimmte Normstrategie, sage ich mal, eine richtige wäre für eine bestimmte Zeit und für einen bestimmten Markt, ist es nicht eins zu eins adaptierbar für jedes Unternehmen. Das heißt, wir schauen, was kann das Unternehmen, so wie es ist, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Möglichkeiten entsprechend tun, kommen dann zu Empfehlungen und versuchen natürlich, diese Empfehlungen dann auch in Entscheidungen umzusetzen. Das heißt, wir leisten als Teil unserer Beratungsarbeit Entscheidungsunterstützung, was häufig nicht so einfach ist, weil oftmals müssen sie Konsens herstellen, oftmals müssen sie Leute überzeugen und auch mitnehmen. Am Ende ist ein Unternehmen ja nur stark, wenn sich alle im Prinzip für einen bestimmten Kurs erwerben können und dann sich auch einsetzen. Das hilft ja nicht, wenn sie da dauerhaft Konflikte haben, im Sinne von wir laufen dahin, aber die Hälfte der Mannschaft zieht in eine andere Richtung. Den Teil verstehen wir als essentiellen Kern einer Beratungsleistung, sodass wir von der Seite her das von vornherein im Auge haben. Auch sehen, müssen wir da Hürden überwinden, müssen wir da Überzeugungsarbeit leisten, beziehungsweise wen müssten wir eigentlich an der Ecke noch mobilisieren, um für dieses Ziel dann am Ende zu gewinnen. Inwieweit kann man Unternehmensberatung eigentlich haftbar machen? Es gibt die klassischen Themen, wo Sie sagen, grob fahrlässig bestimmte Vermögensschäden beziehungsweise eben ja, Vermögensschäden bei Unternehmen hervorrufen. Da können Sie haftbar gemacht werden dafür. Sie können auf der anderen Seite im Regelfall als Dienstleister, der im Prinzip Rat letztlich den Unternehmen vermittelt, aber nicht die Entscheidungsgewalt hat und nicht die formale Gremienverantwortung, die sich aus GmbH oder Aktiengesetz oder aus dem regulativen Rahmen ergibt, hat, können Sie nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Wir werden da häufig an der Stelle gefragt, das ist nicht in Sie aus der Verantwortung drängen, wir übernehmen dann Verantwortung, auch im Sinne von Interimsmanagement, wenn wir tatsächlich in solch eine Mandatsposition reingehen und sagen, okay, damit ist aber auch die Entscheidungskompetenz verbunden. Was man nicht machen kann, ist, wenn man andere entscheiden und sie delegieren die Haftung. Nee, klar. Aber wenn das Unternehmen dann, ich sage jetzt mal Extremfall, in die Insolvenz gehen sollte, nachdem es beraten wurde von irgendeiner Unternehmensfirma, dann haben die halt Pech gehabt, oder? Ja, also zunächst ist es so, könnte man sagen, dann haben die Pech gehabt, aber im Regelfall ist das ein Reputationsschaden, den sich die Beratung da auflädt. Und wir haben ja keine Produkte, die wir verkaufen können. Ja. Wir haben ja nur die Qualität unserer Arbeit und die Reputation, die damit verbunden ist, dass letztlich die Beratung wahrscheinlich mehr Schaden nimmt wie das Unternehmen. Das Argument überzeugt natürlich. Was sind so für Sie persönlich die spannenden Aufgaben? Wenn ich auf meine angestammte Branche schaue, Automobilindustrie, ist es das Thema Markentechnologiestrategie und dieses Thema Weiterentwicklung in sich verändernden Märkten. Da ist eigentlich schon eine Revolution im Hintergrund, die in dieser Industrie abläuft. Das ist hochinteressant, hochspannend und man hat von der Seite her natürlich auch ein riesen Potenzial, Unternehmen zu entwickeln, zu verändern. Das macht Spaß. Wenn ich auf unser Unternehmen schaue, ist es ja auch so. Wir sind mit 2700 Mitarbeitern kein kleines Unternehmen, mit 51 Büros, Standorten weltweit, relativ mit großer Oberfläche versehen, in allen Märkten unterwegs. Die Herausforderungen sind da sehr groß, letztlich A, das Wachstum entsprechend zu halten, B, zu unterstützen, eine Qualität flächendeckend herzustellen, die Roland Berger ist. Unsere Kunden differenzieren nicht, ob sie von Roland Berger in Malaysia oder in Wolfsburg oder in München oder in Stuttgart bedient werden. Der Anspruch, eine bestimmte Qualität zu bekommen, ist überall der gleiche. Das muss hergestellt werden. Dazu müssen eine Menge interne Klimmzüge unternommen werden. Das ist eine große Herausforderung, aber macht auf der anderen Seite auch Riesenspaß. Herr Kallenbach, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie weiter viel Spaß bei Ihrer Arbeit haben werden. Der Ausblick hier aus Ihren Türmen, der ist gigantisch. Alleine das lohnt sich, hierher zu kommen und sich mal anzuschauen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch. Herr von Hofen, vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen.
Jetzt einsteigen und testfahren. Der Ford Fiesta Ambiente bei Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Einsteigen und abheben mit den Preisen von Kuttendreier. Just Drive.